Es ist zappenduster hier in Tokio. Tatsächlich ist es hier natürlich schon Nacht. Zappenduster ist auch das Stichwort für die amerikanische Börse, denn dort wird es auch dunkel bleiben. Heute ist der 4. Juli, also der größte Tag Amerikas und die Börse bleibt zu. Da passiert überhaupt nichts und wir müssen auch damit rechnen, dass morgen am Freitag eben nicht wirklich viel passiert, da viele Institutionelle den Brückentag natürlich nutzen werden und da frei haben. Ich habe es schon mal erwähnt, es ist ja freitags immer Zeit der Arbeitsmarktdaten und insofern schon ein bisschen spannend, aber noch spannender ist eigentlich, wie die Börse reagiert hat. Gestern haben wir noch im Laufe der Abendstunden, der deutschen Abendstunden, das Allzeithoch beim Dow Jones gesehen, das feiern können und dementsprechend zeigt das den Mut der Anleger, der Marktteilnehmer generell mal gesprochen, hier sich vor den langen Feiertagen, also den handelsfreien, mehr oder weniger handelsfreien Tagen. Freitag ist natürlich an sich offen, aber wie gesagt, da wird das institutionelle Volumen deutlich, deutlich geringer sein, mit Sicherheit. Und das nicht nur in Amerika, sondern viele Institutionelle ja auch in anderen Ländern sagen sich, naja gut, wenn Amerika nur so halbwegs, dann machen wir halt auch nur so mit halber Lunge. Und dann haben viele Händler auch von der Seite aus erstmal frei oder sind zumindest mal weniger aktiv. Trotz alledem hat sich der Markt dafür entschieden, haben sich die Marktteilnehmer entschieden, hier Gas zu geben nochmal und richtig hier den Markt zu befeuern, das neue Allzeithoch zu feiern und die Position sich mit reinzunehmen. Und das ist schon ein Zeichen, dass man hier so mutig war und nicht einfach gesagt hat, da lass uns mal lieber Gewinn mitnehmen, gucken wir mal, was nächste Woche passiert. Also das sollten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Zu was das Ganze führen wird, das werden wir sehen. Also ich will auch heute gar nicht so eine ganz große Spekulation, ich muss ja auch morgen noch was sagen können im Video. Für heute kann ich noch gar nicht so richtig was sagen. Ich denke nur, in den meisten Fällen der Börse ist es einfach so, dass wir heute sehr erratischen Handel haben. Das heißt nicht, dass es zwangsweise bewegungslos sein muss. Es ist also durchaus denkbar, dass da auch der ein oder andere scharfe Ausschlag mal kommt. Aber der muss nicht wirklich eine Bedeutung haben. Das heißt, für all diejenigen Charttechniker auch, die sagen, ich messe hier einer Bewegung irgendetwas zu, dann muss man sagen, es ist vielleicht ein bisschen gefährlich, da zu viel rein zu interpretieren in die Nachrichten, die da aus dem Chart dann gelesen werden. So, bevor Sie, viel mehr kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen aus der aktuellen Sicht, bevor Sie aber jetzt hier zu sehr an Homer Simpson denken oder an irgendwas anderes in Gelb, würde ich sagen, mache ich für heute Schluss. Ich freue mich, wenn ich Ihnen morgen vielleicht noch was Neues wieder mitgeben kann. Denken Sie dran, morgen die Arbeitsmarktdaten in Amerika sind auf jeden Fall geeignet, zumindest kurzzeitig deutliche Bewegungen da zu indizieren in dem Markt. Wollen wir mal gucken, was das bedeutet. Für heute erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal.